Die Reise bis hierher. Der Reiter ritt. Ein Tempel wurde gefunden und ein Schlüssel erweckte einen Riesen aus seinem Schlaf. »Die Erschaffer brauchen mich«, rief der Wächter. Und so zog er los, ihre einzige Hoffnung zu suchen. Willkommen zurück zu Darksiders 2 und wir machen weiter mit der Hauptstory. Gehen wir erstmal hier oben hin, dann reden wir hier drüben noch mit Khan. Na, wo müssen wir denn lang? Moment, da hinten in die Kammer. Da waren wir ja noch gar nicht. Mal sehen, was es da hinten gibt. Ach, da gibt es einen Hinterausgang. Wow, das sieht ja mal richtig geil aus. Drei Steine. Und hier ist unser großer, riesiger Freund. Die Zeit ist also gekommen. Erzähl mir von der Gießerei. Sie ist ein heiliger Ort, wo die Seele mit Stein vereint wird. Von hier aus sieht er nicht so heilig aus. Die Finsternis hat in unserem Reich wenig verschont. Aber die Gießerei ist ein Ort der Magie. Sie ist stark und mit deiner Hilfe erobern wir sie uns wieder zurück. Was ist aus den anderen Wächtern geworden? In meinen Träumen habe ich viele meiner Brüder gespürt. Doch nur einer ruft noch immer. Uran, ein äußerst alter Wächter. Sein Lied verfolgt mich noch immer, obgleich sein Stein verloren ist. Aber auch kein Sinn. Du hast den Wächter gehört. Allein ist es nicht sicher. Du brauchst Hilfe. Jetzt sag bloß, wir haben den als Freund. Ist ja mal geil. Na los, Bubi, gehen wir mal da drüben rein in die Gießerei. Und ich muss sagen, die Grafik von Darksiders ist nicht immer perfekt, aber sie ist einfach wunderschön geworden. Das ganze Level-Design, hier dieses riesige Tal mit diesen riesigen Statuen, sieht einfach nur traumhaft aus. Kann man sich ansehen. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir hier drüben eine Truhe? Auf der anderen Seite haben wir auch keine Truhe. Also gehen wir direkt in die Gießerei rein. Hier in der Ecke irgendwas? Ja, da drüben. Da sehe ich doch was. Also in so Ecken sind normalerweise immer Truhen. Wups. Und sogar ein neuer Gegenstand. Schauen wir noch auf der anderen Seite. Okay. Was haben wir denn bekommen? Wir müssen noch die Truhe holen. Und zwar die bei dem Wächter. Wir haben bekommen hier drüben Müll und Müll. Dann hätten wir hier weniger Verteidigung, Magie und kein Crit. Sieht natürlich richtig geil aus, aber Aussehen ist eben nicht alles. Deswegen lassen wir mal die hier. Und dann noch hier. Moment, was haben wir hier? Widerstand, Magie. Wir bleiben bei unserem. Wir haben genug Widerstand. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was Widerstand überhaupt macht. Also ich denke mal, Widerstand zählt bei Magieschaden, denn Verteidigung klingt mir eher so nach Kampfschaden. Okay, wir wollen noch zu dem einen Ort, deswegen gehen wir mal in die Karte rein. Können wir von hier aus reisen? Moment, hier drüben die Karte.
Kann man eigentlich von der Karte in die Weltkarte umschalten? Normalerweise, hier steht ja unten Weltkarte ein- ausschalten. Aber irgendwie, wenn ich A drücke, geht da gar nichts. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Denn so muss man eben immer wieder hier rauslaufen. Na gut, die Truhe, die können wir ja noch holen. Wir müssen ja dann eh nochmal zu dem Baum. Und dann holen wir noch die Truhe. Ich hab's so im Hinterkopf. Alles klar, erstmal hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es bestimmt wieder einiges zu tun. Was sehen meine Augen? Irgendwo hier eine Truhe. Na, Bubi. Was gibt's Neues? Gar nichts. Okay. Die Truhe. Die Truhe, die Truhe, die Truhe. Die Truhe ist hier unten. Wieder was Neues. Gut, hier sollten wir besser nicht runter. Ach ja, jetzt sieht man es. Hier drüben die Drehen. Und hier das heilige Feuer. Oh. Sieht ja mal wieder derbe geil aus. Wups. Unmöglich. Neuer Heiltrank, wir sind voll. Lebensenergie brauchen wir auch gerade keine. Wir sind also auch voll geheilt. Hier drüben geht es nicht weiter. Also müssen wir wohl hier lang. Eine weitere Truhe. Irgendwo da drüben. Und was hätten wir hier? Hm. Ein riesiges Tor. Was meinst du? Haben wir wohl keine andere Wahl. Wir müssen hier weiter. Steig auf, Reiter. Ich werfe dich. Das ist aber nett. Sei sanft. Oh! Meine Knie. Sorry, sorry, sorry. Ich muss einen kleinen Break machen. Es war jemand an der Tür. Wir sind jetzt immer noch hier drüben und wir gehen hier hoch. Einmal hier rüber. Und jetzt müssen wir hier entlang. Wenn unser kleiner Kessel hier kommt, der Kessel-Express. Einmal schwupps. Okay, wohin? Entweder da drüben hin oder auf die Seite. Da ist eine Truhe. Ich versuch's mal. Großer Sprung. Hui. Ganz knapp. Alles klar. Meine Truhe. Sah mir nach einer Sense aus. Wir schauen mal schnell rein. Ja, hier. Eine wilde Sense. Und da drüben hätten wir noch was Neues. Oh. Andererseits, Crit oder mehr Geld. Oder Widerstand. Die große Frage, was bringt mehr? Crit oder Widerstand? Na, so ein bisschen Verteidigung wäre noch ganz gut. Wir legen mal die an. Sieht auch ganz nett aus. Okay. Truhe hier, dann müssen wir hier drüben weiter. Was gibt es hier? Scheint mir kein Weg zu sein. Mein Vogel los. Sagt, wir müssen hier hin. Also los. Und wir sind drüben. Neue Gegner. Bah, schnell erstmal weg und wir holen mal ich die Krähe. Mehr Zorn. Nicht und die Gule. Jede Menge Diener. Oh, Level 10 haut ganz schön rein. Und bam! Na komm! Abmarsch! Sehr schön. Ein Hebel, den legen wir um. Jetzt schauen wir nochmal hier, ob wir hier irgendwo hinkommen. Die Seite. Versuchen wir es mal. Okay, kein guter Versuch. Versuchen wir es nochmal. Wir kommen rüber. Bringt uns nur leider gar nichts. Also hier drüben können wir anscheinend nichts machen. Also wieder rüber.
Wach auf! Warte, Moment. Erstmal brauchen wir eine Lösung, wie wir überhaupt hier aufmachen können. Also, riesige, große Eisentür. Noch eine riesengroße Eisentür. Ich warte. Ist ja gut. Ich denke. Ah, hier drüben. Ein Hebel. Da können wir bestimmt irgendwas machen, und zwar die Nummer. Und jetzt geht hier die Tür auf. Bleib dort! Ich nehme die Tür! Lass ihn fallen! Wirklich? Na gut. Wir sollten uns beeilen. Hier drüben kommen wir nicht weiter. Ich weiß, das sieht bei mir einfach aus. Aber könntest du vielleicht trotzdem mit anpacken? Warte, noch 5 Minuten. Moment, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Dann, was ist da hinten? Na gut, Glück gehabt, wir gehen hier weiter. Schon okay. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Da kommen wir ja nochmal hin. Denn immerhin hatten wir ja da eine weitere Tür. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar 3 davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter, wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los! Jede Menge Arbeit, okay. Wir brauchen also 3 Herzen. Mann, ein Riesenbrocken. Oh, hoffentlich dürfen wir den reiten. Oh, Gegner. Ah, das hat fast wehgetan. Ah, was? Und die Krähen. Ich brauche mehr Zorn. Schon wieder. Ja, ich muss sagen, der hier kann ganz schön reinhauen. So ein Bubi ist praktisch. Dann schauen wir mal, kommen wir hier drüben weiter. Was sagt meine Krähe? Sieh nach, was du finden kannst. Meine Krähe sagt, wir sollen hier lang. Wir sind von hier gekommen. Hier drüben können wir noch ein bisschen was zertrümmern. Da gehen wir noch schnell hin. Trümmer. Okay, und dann gehen wir hier unten lang. Also, von hier sind wir gekommen. Neue Gegner. Oh, der hat gesessen. Schauen wir mal, ob es reicht für die Krähen. Nicht genug Zorn. Bam! Und den nächsten hinterher. Oh, ein blauer Gegenstand. Die sind reif für eine Prügelei. Schönes Teamwork. Ich reiß dich in Stücke. Und hier hätten wir eine weitere Truhe. Schauen wir erstmal hier lang. Dann können wir noch oben weiter. Irgendwo muss hier eine Bombe sein. So, erstmal die. Was bist du? Da muss wohl eine Kugel rein. Was meinst du, Bubi? Zu fett, um hier hochzukommen. Eine weitere Truhe, und zwar hier. Dann los! Okay, alles klar, ich verstehe. Wir müssen gucken, dass wir hier den Deckel hochbekommen. Schauen wir erstmal hier oben. Okay, hier hätten wir nur eine Truhe. Dazu brauchen wir eine Bombe.
Und die Bombe, die finden wir... Wo finden wir die Bombe? Also hier zwei Truhen. Dann können wir hier noch weiter. Oder auch nicht. Na gut, denken wir mal nach. Vogel? Sieh nach, was du finden kannst. Der Vogel will hierhin. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Also, wir brauchen eine Kugel hier oben. Dann schauen wir mal. Der Vogel sagt, wir müssen hier drüben hin. Da drüben hätten wir noch eine Truhe. Hier! Wo? Ah, okay. So geht das. Ich verstehe. Jetzt können wir hier oben hin sogar zwei Truhen. Oder ist die da unten? Nee, wir haben nur hier oben eine. Also, erstmal hier die Truhe. Die Vase noch. Wups. Neue Drähter. Dann einmal hier runter. Zerlegen wir den Schuppen schnell noch und dann springen wir da rein und machen einen Tauchgang. Das sieht mir nach einem Wächter aus. Einem kleinen. Aber unter Wasser können wir den nicht erwecken, oder? Nee. Also, wir müssen den jetzt irgendwie nach oben bekommen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier drüben können wir noch lang. Hier finden wir eine weitere Karte. Dann können wir hier nach oben... Okay, hier kommen wir raus. Hier hätten wir die Kugel. Sehr schön. Das Ganze wird langsam. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und tschüss!